Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Sagst du so leicht? Zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Na toll. Das macht es kompliziert. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter dem Zeitplan. Oh oh. Moment, die Kabel hier sind korrodiert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja. Hey! Jacob! Sophia! Die Trinity ist hier! Alter, renn mal! Links, rechts, okay, der Weg wird mir vorgegeben. Alter, das fängt ja gut an hier, unsere kleine Runde hier durch den Tunnel, du Mann. Jetzt sind wir wieder allein. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Vielleicht kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment, ich glaube, ich kann... Okay, ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß, lasst mich kurz mal was versuchen. Mach mal. Verdammt, der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Na klar. Bist du doof? Ja. Wieso das denn? Position. Verstanden? Da. Weiter feuern. Feuer konzentriert. Ja. Weg hier. Mann, wie kann der mich denn da wieder... Ja, okay, ja gut. Ja, ist gut. Nützlich sein. Ein Kampfmesser. Ist gut. Kampfmesser sind gut. Ah, okay. Drücken Sie in der Nähe eines Salz. Drück. Okay, zum Hochklettern ist das nicht geeignet. Okay, alles klar.
Na du Pfosten. Ich muss die Schalltafel versuchen. Ich denke, also bin ich. Ernst? In die Eiswand? Macht Sinn. So. Kletter Lara. So, tada! Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Das wollen wir alle. 1970, das ist auch schon ein bisschen lange her, ne? Ein Teil der verlorenen Stadt sein. Dun, dun, dun. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen, auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Ja, sowas verstärkt den Willen zum Widerstand. So, aber da ist irgendwas in den Höhlen, hier in den Minen. Da seid ihr mal ganz sicher, dass hier irgendwas rumläuft, was mir gleich in den Arsch beißt.
Ja, aber du hast gute Instinkte mittlerweile, ne? Du hast wache Augen, Mädel. Wollen wir hier was übersehen? Ne. Ein Basislager. Yay, Babyborn. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Das werden wir herausfinden. So, ich habe einen neuen Bogen, wurde mir gesagt. Ah, Compound-Bogen. Das ist doch genau das Gleiche. Laufmantel. Größeres Magazin. Mündungsbremse. 12-mal Bergungsgut. Kann ich hier irgendwas herstellen? Ne. Gute Munition ist immer gut, ne? Entschuldigung. Wie gesagt, der Husten quält mich. Die ist schlechter. Die ist besser. Aber klar, lad mal einen Trommelrevolver nach. Fertigungswerkzeug. Wo auch immer ich das herkriegen soll. Oh, ich kann immer noch was hier machen. Schnelleres Nachladen. Erweitertes Magazin. Ich kann beides machen. Ich habe 30, ich brauche 11 und 13. Ich kann beides machen. So. Wechseln wir mal die Klamotten. Nee, ne? Das passt doch ganz gut. So. Herz aus Stein. Adrenalin. Bogenexperte. Pistolenexperte. Gewehrexperte. Finesse. Intuitiv.
Ich benutze ich eigentlich selten diese Giftpfeile, ne? Abrissexperte. Auch nicht schlecht. Eifriger Lerner. Intuitiv ist natürlich schon... Intuitiv hätte was. Weißt du was? Exekution mit dem Bogen? Das brauche ich nicht. Das ist mir alles viel zu... Wir kriegen kaum Schaden und sind noch geschützt, wenn wir uns gerade geheilt haben. Haha. Nein, wir kriegen schon Schaden, aber weniger als üblich. Diese Ruinen sind unglaublich. Diese Stadt ist unter, ist im Berg, ne? Okay, wir sind bereit. Schieß schon. Oh nein. Offenbar hat er Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Mal sehen, ob ich zu dir sprechen kann. Könnte ein anderer Weg hier raus sein. Es ist keine Ahnung, wie das hier kriege. Ich will diesen Werkzeug. Wie ist dann der Plan? Haben wir erst vor ein paar Minuten versucht. Am anderen Ende ist nichts außer Rauschen. Voll angespannt, ne? Wenn wir die Tür nicht aufkriegen, müssen wir einen anderen Weg nach draußen suchen. Ja, das wird uns gar nicht schaffen. Hast du unterwegs die Kurven vorwärts gesucht? Keine Ahnung, wer es sonst sein könnte, aber... Die hier rauskommen, desto besser. Alter. Das ist alles wichtig. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück legen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Ach, Leute. Guck mal, Alter, 4. November. 3 Wochen hat's gedauert bis zur Revolution. Immer noch nichts über Funk? Nein. Da sind ein Haufen Felsen und Eis im Weg. Wenn wir Glück haben, hören sie es ein paar Mal rauschen und merken, dass wir noch leben. Dann sind wir also auf uns allein gestellt. Noch ein Grund, einen Weg nach draußen zu suchen. Okay, der guckt nach da. Sind das nur noch die drei?
Erst mal den Eimer beiseite schießen, Alter. Was stimmt denn nicht? Der riecht irgendwie nach Toast. Geht aber gemein. Upgrade-Werkzeug. Lalalalalala. So, die nächste Stufe wartet. Eins kommt nach dem anderen. Das war ja eigentlich abzusehen. War klar. Ich komme und die Tür geht kaputt. Und hier, der Zug geht kaputt. Aber da kann ich mich ja rüberhangeln. Das ist ja kein Problem. Das funktioniert ja. So, was gibt's hier Wichtiges? Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor. Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen wie möglich. Ja, einfach abhauen. Die Leute in Ruhe lassen. Gut, da geht's nicht lang. Wir haben nur die eine Möglichkeit. Wir hangeln uns jetzt rüber. Und ob das so gut geht, das sehen wir gleich. Und außerdem muss ich da noch weiter lang. Vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Das wird ja wieder ein Rätsel. Aha. Aha. Okay, da kann ein Seil drum. Ich kann die Tür mit diesen anderen Kabeln aufreißen. Ja, ja. Ich muss nur gerade kurz überlegen. Die das Auto hier hingekriegt haben und dann hat sich die Brücke verabschiedet. Ja, ja. Okay, warum sollte ich den beiseite schubsen? Den schubse ich beiseite, weil ich sonst den Wagen nicht hier hinziehen kann. Richtig. Jetzt lasse ich ihn mit Schmackes los und schmeiß den runter. Richtig? Oh, ho, 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 ho. Heule, Heule, Heule.
Ach, guten Tag. Gut, dass ich hier wieder rumkomme. Haha. Vater. Meine Güte, ne, wo kamen die Leute denn jetzt plötzlich her? Lara ist voll die Killermiete, ey. Was? Habe ich das gerade selber gesagt? Sie darf das auch. Dann müssen wir mal ganz ehrlich hin. Die haben angefangen. Aber die sind gekommen, damit die das hier kaputt gemacht haben, ne? Was ich rüber auf die andere Seite konnte. Da. Warum? Du musst ein Abenteuer, du musst ein Spiel dann mal beenden, wenn sowas passiert. Ja, so leider nicht geschafft. Ja, tot.